Siamo in Toscana e siamo nella zona del Chianti. Wir befinden uns in der Toskana, genauer gesagt im Gebiet des Chianti-Rufina, einem Teilgebiet des Chianti. Das Gebiet ist sehr renommiert und hat eine hohe Produktionskapazität. Die hier produzierten Weine sind sehr langlebig und können viele Jahre lagern. Siamo a fine settembre e oggi è il giorno ideale per Es ist Ende September und heute ist der ideale Tag für die Weinernte. Mit Hilfe organoleptischer Analysen der Trauben und Laboruntersuchungen können wir den optimalen Tag für die Lese genau bestimmen. Um Weine von Spitzenqualität zu produzieren, beginnt die umfangreiche Arbeit bereits im Weinberg mit einer sorgfältigen Selektion. Daher lesen wir unsere Trauben von Hand. Nach dem Transport in die Kellerei lesen unsere Mitarbeiterinnen die Trauben mit erfahrenem Blick ein weiteres Mal aus. Sie wählen nur die besten Exemplare. Hier hat die Gärung schon begonnen. Der Most verwandelt sich bereits in Wein. Durch die Remontage extrahieren wir die Phenole und Farbstoffe für unseren zukünftigen Wein. In 2 bis 3 Monaten ist der Wein vergärt und wir können ihn in neue Barriques umfüllen. Meine Familie Frescobaldi produziert bereits seit dem 14. Jahrhundert Wein in verschiedenen Gebieten der Toskana. Heute sind wir in Nipozzano, in der unterirdischen Kellerei des Schlosses Nipozzano, die im 17. Jahrhundert gebaut wurde und die wir bis heute nutzen. In diesen Barrique aus französischer Eiche mit einem Fassungsvermögen von 225 Litern reift der Nipozzano 24 Monate. Während dieser Zeit analysieren und degustieren wir den Wein regelmäßig. In unserer Kellerei reifen verschiedene Weine in Barriques aus französischer Eiche. In diesen Fässern ist das an den Wein abgegebene Tannin weicher und milder. Hier in Nipozzano können die Weine viele Jahre lang altern, sind aber auch schon nach 3, 4 oder 5 Jahren köstlich. Probieren wir nun diesen Jahrgang 1980. Für Weine, die 35 Jahre gelagert wurden, empfehlen wir vor dem Genuss eine Dekantierung. Zuerst riecht man am Korken, um festzustellen, ob der Wein Mängel hat. Nun wird er vorsichtig in den Dekanter gegossen, um ihn mit Sauerstoff zu versetzen. Ein kleiner Rest verbleibt in der Flasche, damit keine Sedimente in den Dekanter gelangen. Die Farbe enttäuscht die Erwartungen nicht und auch das Bouquet dieses Weins ist großartig.